nur so eine scheiß Beauty-Schlampe geworden. Und hätte jetzt 1 Million Abonnenten. Guck mal, was gekommen ist. Yoshi-Ausstecher, Shovel Knight, Kugelwilli, Buhu und Bob-Om. Und was heißt das? Ich mache wieder ein Backvideo. Ich dachte, ihr freut euch. Wie kannst du das nicht finden? Ich glaube, ich habe eine der hässlichsten Küchen, die es so gibt. Aber es geht ja nur darum, dass man so sieht, was ich so mache. Und zwar war bei den Ausstechern ein Rezept dabei, das Favorite Recipe Sugar Cookies mit Joghurt und so. Mal gucken. Ich probiere das mal aus. Man hofft, dass es schmeckt. Ich hoffe, dass es nicht so versifft aussieht hier. Ich mach mal den Backofen an. Das ist der Teig, so. Ja, ist nicht mehr klebrig, so soll er sein. Jetzt wieder ausgerollt und jetzt geht's schon fast los, vorbei und so. Ausstechen. Yoshi! Ich hoffe mal, der Teig ist... meine Haare hängen da voll rein. Ich hoffe mal, der Teig ist jetzt dick genug ausgerollt, damit man auch sieht, was die können. Bitte, 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 bitte. Nein! Scheiße. Also, ich werde wahnsinnig. Bis auf dieses hier ein bisschen punktige durch das Reinstechen sehen die ja richtig geil aus. Ich glaube, ich muss das mal in Mehl tunken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guckt euch das an! Das ist doch der Hammer! Im Backofen! Guckt euch das an! Ist das nicht geil? Das ist doch der Hammer, oder? Das ist doch der Hammer, oder? Das ist doch richtig geil! Oh! Und jetzt muss ich natürlich noch austesten, ob das Rezept gut ist. Also man sieht hier überall die Zuckerkörner. Oh, ein bisschen weiß innen drin. American. Extrem süß. Aber. Ja. Ein Kekse. Mein Hund bettelt. Ein Keksrezept mit Joghurt. Doch, schon lecker, ja. Funktioniert echt gut auch mit diesen Ausstechern. Kann die Dinger echt nur empfehlen. Also die Shovel Knight Figuren sind etwas komplizierter gewesen, aber ich kann die ja mal kurz zeigen. Oh, ein Haar. ihr seht ja, die haben ja voll die krassen Details hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht, ich hoffe es mal. Ja, das war ein bisschen fummeliger, das auszustechen. Aber wenn man einfach nicht so fest drückt, dann klappt das. Aber ich bin begeistert, oder? Das ist auch geil, Mann. Und die haben noch viel mehr da, diese Warp Zone Prints. Ich kann es nur empfehlen, wer auf Nerd Cookies steht. Hammer. Der absolute Hammer. Ich bin begeistert. Ich hoffe, dieser kleine Keksausflug mal wieder hat euch gefallen. Und mit Werbung für irgendeinen Cookie Cutter Shop. Ah, cool, oder? Bitte findet's gut. Yes.